Okay, hier reicht das Outfit so nicht aus. Aber so. 100 berühmte Berge von Hyrule. Nummer 100. Todesberggipfel. Ne, wie geil. Hä? Wir sind auf dem... Ne. Man kann hier wieder hochgehen. Wie cool. Okay, dann fangen wir jetzt mal an und snacken hier rund um die ganzen Crocs weg. Geil. Sieht schon cool aus, oder? Boah. Boah, guckt's euch an. Echt nicht schlecht. Hey, der ist hier irgendwo. Na, ich sehe ihn schon. Der obligatorische Stein. Was? Ein Kreis. Hat sich. Liebe Flammen, ihr Rocks, bitte lasst mich in Ruhe. Hopp. Du hast mich gefunden und der Gefahr getrotzt. Super. Naja, ich will euch auch alle haben. Wird's riskant? Ich probiere es einfach mal. Hat ja gut funktioniert. So. Mal hier nach oben. Was auch sehr schön ist, hier am Todesberg, die ganzen Berge sind so... Sag mal, wie nennen wir das? Sind nicht so steil, als dass man nicht drauf laufen kann. Man kann teilweise wirklich die Berge einfach hochlaufen. Total angenehm. Auf den Stein? Ja. Das ist immer der einfachste Fall, ne? Steinchen hoch, Röckchen raus und rein damit. Fehlt noch ein letzter hier in dieser Richtung. Und dann haben wir den ganzen Streifen weg. Wahnsinn. Geht wieder voran. Es ist halt doof, wenn so ein Croc einen wirklich ausbremst. Wir schaffen so alle 2 Minuten einen Croc und dann braucht ein Croc einfach 5 oder 6 Minuten. Das ist ein bisschen doof. Aber gut. Muss ja auch mal sein. So, gehen wir mal hier hoch. Moment, hier so. Oh, warum nicht? Okay, oder der Croc ist einfach unten. Das kann natürlich auch sein. Super. Oder auch nicht. So. Du hast mich entdeckt. Tschüss. So, damit müssen das jetzt noch irgendwie 55 oder so sein. Noch 44.
Wir müssen noch 44 sammeln, weil wir 44 Markierungen haben. So, wie machen wir das denn? Am besten von hier aus. Ne? Ich meine, der Schrein war ganz gut, der war auch relativ hoch gelegen. Ich mache gleich nur mal ganz kurz 2 Minuten Pause im Sinne von, ich zeige euch den wunderschönen Anblick des Todesberges, weil ich mal ganz dringend gewisse kleine Geschäfte erledigen muss, die leider keine zeitliche Variable zulassen. Was schade ist, das ist aber auch, ich weiß nicht, ob das technisch überhaupt möglich ist, dass OBS nicht in der Aufnahme eine Pause machen kann und das trotzdem als eine Videodatei ausspuckt. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich weiß nicht, wie das mit dem MP4-Codec da aussieht, ob man da überhaupt eine Unterbrechung einfach mit einer Datei machen kann. Die einfach fortschreiben kann. Ich nehme mich da nicht mit aus. Leider. Ganz gut, wenn Rivali mal wieder bereit wäre, aber der braucht wieder ein bisschen. So, dann ist das da auf dem Skelett. Okay. Ja, okay. Nee, da brauchen wir Rivali gar nicht für. Mann, du bist nicht bescheuert, so weit nach oben zu kommen. Ist doch gefährlich hier. Ja, ist echt gefährlich. So, der ist auch. Oh, guck mal hier, es lichtet sich. Es lichtet sich. Guckt euch an. Steht unten links Fehler. Statt eine Prozentzahl. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, von hier aus können wir dann auch die anderen alle noch holen. Dann haben wir bald den ganzen Todesberg fertig. Dann auch im Norden die paar. Und dann kommt noch im Süden ein bisschen, die ich vergessen habe. Und dann. Vom Schloss Hyrule. Wir haben 845. Hey. Noch 55 Stück. Ach, ich kann 45 Markierungen machen. Das heißt, ich habe 55 schon gemacht. Macht Sinn. Es wird nicht 45, klar, macht Sinn. Wir brauchen. Ah, okay. Ich kann ja noch so viele Markierungen machen. Ich habe nicht so viele gemacht. War jetzt gerade ein Logikfehler meinerseits. Muss man nicht verstehen. Alter Schwede, stimmt, hier sind ja diese explosionsspuckenden Octoroks. Der einfach ein Krok steht, er sieht so doof aus. Steht einfach und wackelt mit seinem Kopf rum. Die nächste Krokso mache ich mobil als im Handheld-Modus im Bett, wisst ihr das? Also die Master-Modus-Krok-Suche dann. Nee, der müsste schon irgendwo oben sein. Hier ist aber kein Krog. Ich würde sagen, Leute, machen wir so. 2 Sekunden,
lasse ich euch mal ganz kurz diesen wunderschönen Ausblick auf Daruk genießen, der da unten steht. Und ich, wie gesagt, dauert wirklich nur 2 Sekunden und ich bin sofort wieder für euch da. Bis gleich. Revalis Sturm ist bereit. So, da sind wir wieder zurück. Ja, das ist schon ein spezieller Krog, ne? Ihr gleich sehen werdet. Ich muss nämlich in diesen Mund des Boronen rein. Mann, wie war die? Lass mal gut sein. Du hast genug Wind gemacht. Alter Schwede, da kommt doch echt keiner drauf, oder? Auf der Zunge. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen hier. Hast du mich entdeckt? Tschüss. Ja, du hast echt übertrieben. 555 Krog. Da freut sich der Gute, aber.
Ja. Aber gefällt dich nah an der. Oh, Lava! Boah, Link! Das ist Wahnsinns! Okay, hier fehlt wieder ein Stein. Ah, da ist er ja. Oh. Okay. Bin hochgemogelt mal wieder. Und. So. Boah, ich finde das so toll. Das Spiel ist einfach der Wahnsinn. Was ich entdeckt? Tschüssi. Wenn alleine, dass ich die Krogsuche mache, ist der Beweis dafür, dass das Spiel nicht schlecht sein kann. Ich könnte auch andere Spiele spielen. Ich könnte mir das neueste Spiel kaufen, das es gibt. Und das jetzt zocken. Deutsch gesagt. Stattdessen spiele ich Zelda. Und guck mal da oben. Da hängt echt ein Ballon unten dran. Wer sieht denn sowas? Ist irgendwie nicht so toll wie erwartet. So gut funktioniert. Ernsthaft, was für der Kackte? Entschuldigung, aber das war jetzt richtig doof. Mifas Gebet ist bereit. Wenn du es brauchst. Hä? Ach so! Ach so. Ja, okay, das macht ja sogar Sinn. Wir brauchen Pfeile. Irgendeine Art von Pfeilen. Nehmen wir mal Amiibos dafür. Nur mal kurz ein paar Amiibo-Figuren. Macht jetzt mehr Sinn, als sie jetzt wegzureisen, nur um Pfeile zu besorgen, glaube ich. Was haben wir hier? Rhodonit, okay, fast. War kein Pfeil. Schade. Dann nehmen wir mal den Link Bogenschützen aus Breath of the Wild. Ich kenne keine Amiibos mehr aufgesetzt. Voll 2x5. Super. Elektro-Pfeil mal 5. Jetzt können wir auch mal eben mal den Ocarina of Time aufsetzen. Du darfst nicht noch mehr Amiibos benutzen. Falls die Ocarina of Time. Königs-Zweihänder, joa. Können wir mal mitnehmen. Nehmen wir mal noch den Smash Bros. Link. Was haben wir hier? Königsschwert. Noch den Wind Waker Link. Ach, Wind Waker Link, sag ich schon. Skyward Sword Link, Entschuldigung. Komm. Hä? Weißes Schwert. Stimmt, das haben wir noch gar nicht. Cool. Und noch die Smash Bros. Zelda. Also kurze Erklärung gerade eben, warum die Bombenpfeile direkt explodiert sind. Das ist ganz logisch und einfach. Weil wir in einem heißen Gebiet sind. Und hier keine Bombenpfeile benutzen. Macht schon Sinn, wenn man so drüber nachdenkt. Thank you.
Okay. Boah, aber schwere Geburt, oder? Grüß mich! Tschüssi! Und auch weg. Und, guck mal. Wird immer besser. Nur den hier noch. Und dann links davon noch. Und dann können wir anfangen, die Stück für Stück zu sammeln, die ich übersehen habe. Das sind jetzt quasi die letzten, die wir noch haben, die ich nicht geholt habe, weil wir noch nicht da waren. Und die restlichen sind alle die, die ich durch Lücke vergessen habe. 50 Stück dann in der Tat. Minus die 18, glaube ich, von Schloss Hyrule kommen wir knapp auf 32. Das war genau die Zahl, die gefehlt hat. Boah, habe ich viele Amiibos. Leute. Und meine gute Freundin hat noch mehr Amiibos. Also, sie hat noch, also nicht mehr als ich, aber sie hat... Was muss man denn hier machen? Ernsthaft? Der Stein muss nach hinten gelegt werden, damit alle außen liegen. Was? Hast mich entdeckt? Tschüss. Ich weiß noch, als ich hier war, habe ich alle hochgehoben, weggeschmissen, weil ich dachte, wo ist denn hier ein Kock? Aber da kommt man doch nicht drauf ohne Hilfe. So, dann müssen wir hier jetzt einmal in die Richtung. Ja. Und da ist der letzte Krog hier im nordöstlichen Bereich. Was ich ein bisschen traurig finde, ist wie immer, ihr kennt mich ja, ich werde immer ein bisschen melancholisch in so Momenten. Immer so bei mir bei Videospielen. Ich merke gerade, dass wir sehr viele Ecken von Breath of the Wild, von Hyrule hier, wahrscheinlich gemeinsam nie wieder sehen werden. Das ist ja so ein Moment, wo ich einfach ein bisschen traurig bin. Habe ich ja immer. Wenn ein Spiel sich im Ende zuneigt, also Ende ist jetzt übertrieben, wie gesagt, ist doch mal ein DLC. Wir werden wahrscheinlich nochmal ein paar andere Sachen machen. Ich möchte auch gerne noch das Hyrule-Handbuch möglicherweise vervollständigen, soweit das möglich ist. Aber grundsätzlich, die Krogsuche jetzt so ein bisschen wie der Abschied von manchen Gebieten. Weil ich glaube nicht, dass wir hier in diesen hintersten Winkel nochmal gehen werden. Das ist ein bisschen traurig. Also ich werde es auf jeden Fall, weil ich das, wie gesagt, im Master-Modus nochmal komplett spielen werde. Das schwöre ich euch wirklich, ne? Aber außer wenn die Switch kaputt geht oder keine Ahnung. Selbst dann würde ich mir die Switch austauschen lassen, das nochmal spielen. Nee, aber... Ja, es ist ein bisschen traurig. Weil das Spiel macht echt viel Spaß, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. War eine wahnsinnige Bereicherung, das abends zu spielen, ein bisschen abzuschalten und so weiter und so fort. Und wenn das jetzt so wegbricht sozusagen, weil man es durchgespielt hat. Und jetzt auch die Krogsuche dann mit dem endgültigen Welt erkunden, wenn das alles weg ist. Ist schon irgendwie doof. So. Fangen wir mal hier an. Im Labyrinth ist ja äußerst doof, ne? Wobei, vielleicht kommen wir da gut raus. Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal. Gut, jetzt fangen wir quasi an, die Krogs zu sammeln, die ich übersehen habe, die ich nicht markiert habe und so weiter und so fort. Und als großes Finale holen wir die aus Schloss Hyrule noch raus. Wobei wir da vorsichtig sein müssen, weil ich nicht genau weiß, wo da die Grenze ist zwischen... Oh, und genau noch 50 Krogs fehlen. Weil ich da nicht genau weiß, wo die Grenze ist zwischen... Alter, ich kann jetzt nicht noch 1,5 Stunden Krogs suchen. Und dann noch alle abgeben. Heute wird ein langer Tag für mich. Jo. Kalt hier. Gehen wir mal lieber was. Nee, Schneestiefel. Wo sind die Schneestiefel? So, hier draußen links müsste der dann sein, oder? Ihr könnt auch gerne mal okay, das ist ja noch Ewigkeiten hin, aber so ein bisschen Mario Kart spielen oder sowas habe ich mir auch schon überlegt. Auch cool, so ein Cup mal zusammen Mario Kart spielen. Why not? Da ist kein Krug drin, oder? Hübbede! Hier eine Kiste. Haben wir hier? 100 Rubine. So. Und hier nach oben. Und dann müsste da oben auch irgendwo der Krog auf uns warten. Der Krog sich bestimmt schon einen ab. Oh.
Ernsthaft, was soll das denn? Bei auf Eck. Okay, hier. Hier muss der hin. Ja, natürlich, der muss hier hin. Der muss natürlich hier hin. Ist ja logisch, dass er da hin muss. Alles durchprobiert. Du hast mich entdeckt, du Vollidiot. Geht sich ein bisschen schneller und einfacher. Ja, ja. So, haben wir den auch. Boah, guck mal, wir haben immer mehr. So, da fehlen die vier uns. Die vier fehlen mir da. Wahrscheinlich habe ich die Ecke gar nicht angeguckt. Aber ich muss aber sagen, wirklich, die Ocarina of Time Amiibo finde ich am süßesten. Das ist irgendwie so. Na, ich weiß nicht, der klassische Link ist geil. Der Pixel Link, der ist so geil. Liebe den einfach. Ich glaube, den werde ich mir, keine Ahnung, auf den Nachttisch stellen oder so. Der ist einfach so geil. Schon was ganz Besonderes. Vor allem die Idee, wirklich diesen Pixel-Link von 19, was weiß ich denn, irgendwie in eine Figur darzustellen, das ist schon total cool. Finde ich richtig genial. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das ist natürlich immer wieder eine super Idee gewesen von mir. Das ist die ideale Richtung hier, oder? Ja, so in etwa. Wo genau die jetzt sind, weiß ich nicht. Wo fangen wir am besten an? Da irgendwo. Ich bin aber echt froh, dass wir jetzt so grob alles geholt haben. Wir müssen jetzt wenigstens nicht mehr so ein ganzes Gebiet abgrasen. Okay, das ist gar kein Problem. Gefunden! Ja, das Schlimme ist jetzt nur, jetzt kann man sich nicht mehr losreden. Ne? Jetzt muss ich eigentlich in jedem Spiel immer so Suchaufgaben lösen. Das ist sicherlich auch noch interessantere, oder? Na, wobei. Ist gar nicht, mir fällt so eigentlich nicht. Boah, was soll das denn? Mir fällt eigentlich keine wirkliche Sammelaufgabe ein, die bis jetzt wirklich jetzt. Ich bin. Klar, ich bin jetzt nicht gerade der Älteste, ich habe auch nicht die größte Erfahrung in Videospielen, sicherlich von uns allen, aber. Ich habe schon ein paar Spielchen gespielt, aber ich habe noch nie eine Aufgabe gesehen, die so umfangreich bzw. zeitfressend war, wie 900 Crocs in so einer riesigen Spielwelt finden. Ich meine, perfektes Beispiel ist halt, dass ich im anderen Spiel auch mal, ich glaube, 100 Kisten gesammelt habe. Was sind denn 100 Kisten? Und nicht 900, das ist ja... Boah, das ist ja sowas von eine riesige Sammelaufgabe. Das ist ja schon verrückt, auf Deutsch gesagt. Und wer es macht, ist ja genauso verrückt. Oder er mag das Spiel wirklich verdammt gern und das trifft auf mich eben zu. Will sich auch falsch anfühlen, es einfach zu sagen, so Leute, wir machen jetzt Ganon und dann ist das gewesen. Tschüss. Nee. Also nicht mit dem Spiel wie Zelda Breath of the Wild, auf das ich mich so sehr gefreut habe. Ich vermute mal, es wird da unten... Eis sein, also der Croc wird hier im Eis sein. Schmilz, oh Schmilz, du liebes Eis. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir das in Schloss Hyrule machen sollen. Das wird echt schwierig.
cool die Feuerwaffen auch gemacht sind, ne? Dass man wirklich richtig sieht, wie sie sich wieder aufladen. Dass Crocs aber auch hier in so Eisblöcken drin sind, finde ich ein bisschen zu krass. Das ist echt so ein Zeitfresser im Nachhinein. Ein nach dem Ziehen schmilzen die schneller. Super. Du hast sie gefunden! Tschüss! Dann holen wir uns die beiden hier. Ihr merkt schon, es ist alles so ein bisschen chaotischer jetzt, weil wir jetzt eben anfangen, die Crocs zu suchen, die ich nicht gefunden habe. Naja. Und ich glaube, das wurde gerade ganz rausgefiltert, oder? Was ich gerade gemacht habe. Das wäre echt traurig. Ich habe gerade nämlich so ein wunderschönes Geräusch simuliert, als würden wir angeflogen kommen. So, einmal hoch. Aber der Croc ist dann auch da vorne irgendwo. Ich wäre echt durch die Lappen gegangen, hier zu markieren, die beiden zum Beispiel. Wir haben ja die anderen Crocs alle geholt, aber die habe ich vergessen zu markieren. Einfach so. Ah, hier läuft er rum, okay. Warte! Hab ich gefunden! Der kann auch weg. Und dann ist noch einer da hinten, und zwar müssen das irgendwo bei Ruinen sein, soweit ich mich erinnere. Und da hängt er dann mit einer Eiche. Der Nuss. Da vorne sind die Ruinen. Ja. Dann haben wir die auch beide geholt. Super, super, super. Und dann können wir mal gucken, wo wir dann weitermachen. Die sehen so schick aus, oder? Die Orni-Klamotten. Vor allem der Federschmuck. Richtig schön. Wir können trotzdem noch was anderes anziehen. Zum Beispiel mal wie das Ocarina of Time Outfit, was wir Ewigkeit nicht mehr anhatten. Das passt aber nicht. Wir sind auf der Croc-Suche, wir ziehen wieder schön unsere Kletterklamotten an mit der Croc-Maske. Das ist irgendwie am passendsten für dich. Da, wo hängt die Nuss? Nuss.